Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Don't Starve. Ich muss mich gleich mal direkt entschuldigen, das Mod-Special wird sich ein kleines bisschen verzögern. Grund ist wie immer meine Arbeit, die ist mal wieder dazwischen gefahren, meinen Plänen. Ja, hat meine Pläne vereitelt. Faule Eier. Direkt einsammeln. Und direkt auf dem Feuer kochen. Also die Pinguine sind schon wieder weg. Das kann nur bedeuten, dass der Spaß hier mit dem Winter hier bald zu Ende ist. Der Winterspaß. Schauen wir mal, was jetzt hier rauskommt, wenn ich das koche. Die Eier sind schon ziemlich faulig gewesen. Mal gucken, ob das überhaupt noch irgendwas wird. Hier war doch noch ein Stack gewesen von Stacheln, das wusste ich. Okay, Fleischbällchen. Short. Ich dachte, es kommt mal was anderes raus außer Fleischbällchen, aber nö. Ah ja, der Schnee taut auch schon wieder. Also kann man sagen, wieder ein weiterer Winter überlebt. Ja, das ist sehr schön, das ist wunderbar. Läuft. Ja. Oh, Essen, komm. Schön wieder hier die Drying Racks abpflücken, absammeln. Ja, und jetzt kommen wir auch wieder ein bisschen besser aus, ohne dass wir ständig irgendwelche Tiere töten müssen, irgendwelche Hasen. Ich töte den hier trotzdem nochmal. Ja, einfach nur mal so. Das ist der letzte jetzt auch. Ich schwöre es. Das ist wirklich der letzte Hase, den ich jetzt töte. Bei meiner Mutter schwöre ich das. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe es schon wieder vergessen. So. Ich habe leider ein ganz schlechtes Kurzzeitgedächtnis, muss ich dazu sagen. Schauen wir mal. Ach, guckt mal, da liegen ja immer noch Eier. Da ist einer ins Netz gegangen. Das ist ja lustig. Die Pinguine lassen ihre Eier einfach liegen, ey. Und da sind... Oh, die sind sogar noch halbwegs genießbar hier, diese Eier. Guckt euch das mal an. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Ich werde jetzt mal ein Experiment machen. Ja? Ich werde jetzt mal von diesen 8 Eiern 4 in den Kochtopf legen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Das interessiert mich jetzt mal. Kacke ins Feuer. Okay, Wet Goop. Dann war der Spaß einfach nicht gut genug. Lass das einfach liegen. Das Wet Goop. Ich lasse es verrotten und dann mal gucken. Irgendwas passiert damit schon. So. Mal schauen, was jetzt wird, wenn ich zweimal gutes Fleisch und zweimal halb verrottete Eier in einen Kochtopf werfe. Wet Goop bestimmt. Fleischbällchen, sehr gut. Finde ich gut. Mal schauen. Mal schauen, so. Den Wet Goop, den lasse ich einfach verrotten und dann kann ich damit meine Felder düngen. Das passt schon. Man kann hier alles verwenden. Jetzt schneit es mal noch ein bisschen. Das ist so der Nachschnee. Aber im Endeffekt ist es jetzt eigentlich schon, kann man sagen, vorbei, der Winter. Also das Gröbste ist überstanden. Ja. Na komm, werd fertig mit Kochen. Aha, ja. Da haben wir wieder Bacon und Eggs.
Also ich muss es mir merken. Ja, einmal so ein großes Jerky war das. Und so ein... ach, wie hieß es denn jetzt nochmal? Morsel oder so. Also nicht die kleinen Jerkys, damit klappt das nicht. Man muss echt hier die großen. Die großen muss man kochen mit den Eiern zusammen und dann... So, hier nochmal schön Feuer auflegen. Feuer auflegen, Holz. Kacke, Kacke auflegen. Kacke habe ich aufgelegt, nicht Holz. Kacke ist mein Lieblingsbrennstoff geworden. So. Ach, guck mal hier, die habe ich gar nicht benutzt, die Hasenohrenschützer. Obwohl ich das durchaus hätte tun können. Habe ich vorhin irgendwas gesagt, von wegen, ich will keine Hasen mehr töten? Nein, ich glaube nicht, oder? Da muss ich mich irren. Muss ich mir nochmal die Folge angucken, dann weiß ich es ja. So, den Heatstone, den legen wir mal wieder hier ab. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, der Winter ist zu Ende. So, genau, das wollte ich eigentlich mal als nächstes probieren. Mal so ein Blasrohr bauen. Spit teeth at your enemies. Blow dart. Fire dart. Sleep dart. Aber das sind ja nur die Pfeile. Ein Boomerang könnte ich natürlich auch mal probieren. Two-Strap. Die sollen auch ziemlich nützlich sein, gerade bei größeren Gegnern. Damit kann man sich wohl so eine Art Panic Room bauen. Blow Dart, Fire Dart, Sleep Dart. Tja, das ist jetzt die Frage. Was hiervon ist am sinnvollsten? Ich kann ja mal Sleep Darts produzieren. Weil ich habe ja genug Stingers. Federn kriege ich. Wie kriege ich denn Federn? Konnte man doch auch Fallen für Vögel bauen. Bird Trap. Oh, da brauche ich viermal Spinnenseide. Wie viel Spinnenseide habe ich eigentlich? Mal so. Vier. Vielleicht ist es auch wieder mal an der Zeit, sich Spinnenseide zu organisieren. Wo ich so drüber nachdenke gerade. Weil ist ja kein Problem an sich, ne? Muss ich ja einfach nur zu den Schweinen hoch, weil da wird garantiert wieder ein bisschen was für mich abfallen, könnte ich mir denken. Also ihr merkt, das ist jetzt ja die erste Folge, ne? Und das wird jetzt ja erstmal wieder so eine Organisierungsfolge, ja? Ich muss erstmal ein paar Sachen wieder organisieren. Ne? Und mal ein bisschen gucken, was mache ich jetzt eigentlich in dem Jahr? Wie kann ich das Jahr sinnvoll füllen? Sinnvoll wäre zum Beispiel auch endlich mal diese Beebox auszuleeren. Die Bienen sitzen ja förmlich auf ihrem Honig und werden den nicht los, ja? Weil ich den permanent nicht einsammle. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das mache, ehrlich gesagt. Aufklicken ist es also nicht. Irgendwas anderes ist es. Keine Ahnung. Wenn ich das alles nur wüsste. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt trotzdem einfach mal zu den Beefalos nochmal. Bisschen Kacke sammeln, ja. Den Hasen hier, den kann ich auch gleich mitnehmen auf dem Weg dahin. Kommt ihr Rindviecher, wo seid ihr? Da sind sie. Sehr gut. Waren das nicht mal mehr? Waren doch schon mal viel mehr Biefe los. Wo sind die denn alle hin? Haben die Urlaub oder was?
Haben die sich ja einfach aus dem Staub gemacht, die Bifelos? Das geht ja aber nicht. Hier sind sie. Hier sind noch welche. Okay. Alles ist gut. Die Bifelos sind noch da. Die Bifelos sind ja meine Beschützer. Das sind ja meine Lebensretter. Ich frage mich, ob das mit dem Dirklops auch funktioniert, wenn man den zu den Bifelos lockt. Muss man alles mal probieren, ne? Hier ist noch Kacke. Schön die Kacke aufsammeln, weil jetzt müssen wir auch wieder düngen demnächst. Da müssen wir ja auch wieder düngen und das ist ja dann wieder so eine Sache. Da brauchen wir wieder viel Kacke. Genau, ihr müsst alle Angst vor mir haben. Ich bin ganz gefährlich und demnächst werde ich noch gefährlicher, wenn ich dann meine Schlafpfeile habe und euch alle ins Reich der Träume schicken kann. Jetzt habe ich 9 Kacke eingesammelt, das reicht. 9 Kackehaufen. Und da ist schon wieder einer ans Netz gegangen, unglaublich. Unglaublich, wirklich. Oh, schön trocknen hier. Ah, und mein Gemüsegarten wächst wieder. Wirft wieder was ab. Sagen wir es mal so. Dann sammeln wir das doch gleich alles mal auf. Genau, und das kann auch direkt, würde ich sagen, in den Kochtopf. Moment, jetzt wollte ich mal was probieren hier. Man kann nämlich auch irgendwie mit Mais und Stöcken kann man irgendwas. Okay, Wettgoop, scheiße. Ja, Wettgoop. Haben wir das auch geklärt. Ne, irgendwie kann man auch mit Stöcken kann man irgendwas machen. Ich weiß nicht. Da ging irgendwas. Die Vögel können jetzt mal wieder Samen abwerfen. Ah ja, genau, da war auch noch was. Da hatte mir hier, ich habe ihren Namen gerade vergessen. Es tut mir leid, aber eine Zuschauerin hatte mir gesagt, ich soll mal einen Vogelkäfig bauen und dann mal da den Vogel mit Samen füttern. Weil ich dann wohl irgendwie bestimmte Samen, oder beziehungsweise mit Früchten füttern, sorry, weil ich dann irgendwie die Samen von der Frucht dann da rauskrieg. Jetzt ist nur die Frage, wo ist das? Ja, hier nehme ich genau so eine Dragonfruit. Da ging es um eine Dragonfruit. Ja, das könnte ich doch mal direkt machen, würde ich sagen, wenn ich jetzt nicht mich total verhasple hier und Food, nee, Moment, Survival war das, glaube ich. Fuel, Tent, Umbrella. Wo war das denn wieder? Structures vielleicht? Carpeted Flooring, Checkerboard Flooring, Wooden Flooring, Cobblestones, Birdcage. Okay, ist eigentlich machbar. Ich meine, ich brauche dafür Samen, Gold und Papyrus. Und Papyrus kriege ich, glaube ich, indem ich das Schilfrohr im Sumpf abernte. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur mal nach Norden gehen und da einfach ein bisschen Schilfrohr sammeln, weil alles andere habe ich ja schon. Gold habe ich ja. Das ist nicht das Problem, das Gold. Ihr seht das. Hier ist, glaube ich, sogar... Ja, hier ist nochmal Gold drin. Auf jeden Fall unbedingt einen Vogelkäfig bauen. Ich habe sogar schon zweimal Schilfrohr. Ich glaube, wie viel brauche ich für einen Papyrus? Muss ich mal gucken. 4? Okay, da muss ich noch 6 sammeln. Alles klar. Gut, dann mache ich das jetzt. Dann baue ich gleich einen Vogelkäfig.